Leute, wir haben gerade den Film verpasst. Wegen ihm wieder gesehen. So Leute, das Ganze läuft halt so. Ich vergleiche zum Mediamarkt, da kaufe ich mir einen Mikrofonständer, dass ich keinen Arm mehr habe. Und danach gehe ich nochmal mit Freunden ins Kino. Ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal den ganzen Tag mit und dann sehen wir uns gleich erstmal im Auto. Ich bin jetzt doch nicht mehr zum Mediamarkt gefahren, weil es einfach wegen Zeitdruck einfach nicht mehr gepasst hat. Deshalb gehe ich jetzt direkt erstmal an den Bahnhof, da treffe ich nämlich gleich meine Freunde und dann fahren wir auch schon direkt in die Stadt und gucken uns ja dann da den Film an. Bis dann! Wir haben gerade den Film verpasst. Wegen ihm wieder gesehen. Wir haben jetzt Nerf, die habe ich auch noch nicht gesehen und Noah auch noch nicht. Und dafür haben wir jetzt Tickets. Das warst du, Mate. Ja, wir gehen jetzt erstmal zu Saturn. Mal gucken, ob wir da vielleicht noch was rausholen können. Nicht zu lange. Aber wir sind dann gleich jetzt mal im Film. Was ein Huhn! Was macht man um 20:15 Uhr? Ja, Bahnhof, ich wollte halt die Musik hören. Man sieht alles perfekt. Und auch ein geiles Spiel. Das ist ja nicht so hell hier, gell? Aber. Danke, Alex, danke. Handy in der Beschreibung verlinkt. Oh, das sieht aber voll geil aus. Geh mal kurz an die Seite. Hier habe ich das Sprungfeld. Schon krass, oder? Also, wir haben hier unseren Spaß, Leute. Wir waren in Nerf, der Film ist übel scheiße gewesen. Empfehle ich keinen, der Spaß, der Film war eigentlich voll in Ordnung. Einfach nur aus dem Grund, weil Casey Neistat dabei war. Ich glaube, mich hat man nicht gesehen. Ich habe so eine Befürchtung. Man sieht Alex gerade mal so. Warte mal. Boah, ich kann nicht heller machen. Hey, krass, was der Typ für Sachen macht! Der ist so abnormal! Ich hätte gerne noch schon besser ab. Mach nochmal ein Doppelpiece, Alter. Cheesy, Hashtag, Breath of the Wild in it. Alter, ihr seht, bei uns im Zug geht ganz schön viel ab. Läuft auf jeden Fall. Krass, oder? Ja, wir sind jetzt gleich hier. Das ist. Das ist total entspannt. Da bin ich, Alter. Er spielt gerne. Warte, jetzt. Ja. Schau mal, das sah gut aus. Wir mussten da Aufnahme gucken. Zu Hause. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Wie gesagt, das war jetzt mal so ein kleiner Test. Ich habe ein bisschen was einfach zusammen variiert, was ich auch in den letzten paar Wochen und auch Tagen bei manchen YouTuber gesehen habe. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach eine positive Bewertung da. Es wird ab jetzt jede Woche wahrscheinlich 2 bis 3 Videos kommen. Ich werde jetzt ein bisschen mehr Videos bringen und alles. Ich habe momentan richtig viel Spaß am Schneiden und so.
Ich hoffe, das hat man in der Folge ein bisschen gesehen. Entschuldigung, dass nicht so viel gefilmt wurde. Ich hatte einfach, es war ein übel stressiger Tag. Ich musste um 16 Uhr oder so, ich weiß nicht, den Zug bekommen. Dann noch irgendwie 17 Uhr angeblich der Film, der aber eigentlich schon um 16 Uhr gestartet hat. Und dann irgendwie nochmal gucken, dass wir in den nächsten Film kommen, dass wir den uns zumindest noch angucken können. Bisschen stressig, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst einfach mal ein Like da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.